Dank eines heftigen Jobs von Pikachu und Bisasam, welches sich sogar schon zu Bisaknosp weiterentwickelt hat, besitzen wir jetzt schon den zweiten Arena-Orden. Ja, richtig, wir haben Misty an Land gezogen und besiegt. Und das, obwohl man eigentlich erstmal hier nach Norden gehen sollte und auf Route 24 die Nugget-Brücke bestehen sollte. Nun holen wir also nach, was wir längst hätten tun sollen. Aber wir wollten unbedingt eine Challenge in der Arena und die haben wir auch gehabt. War ein epischer Part, sollte jeder gesehen haben. Nun jedoch zu den 5 Trainern, die die Nugget-Brücke bewachen. Weiter geht's bei Pokémon Let's Go Evoli! Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis, aber das musst du erstmal schaffen. Das werde ich schaffen, glaub mir. Wenn wir den Arena-Orden geholt haben, dann werden wir auch euch 5 Fatzken besiegen. Mein lieber Leonardo DiCaprio, das kann ich dir garantieren. Aber ich muss schon sagen, die Nugget-Brücke sieht hier in Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu richtig geil aus. Denn, wie man sich vielleicht schon denken kann, geht es hier nicht um Chicken McNuggets oder so, sondern um einen Goldbarren. Nennt man ja auch Nugget. Und den können wir gewinnen, wenn wir alle Trainer besiegen. Junge, Junge. Gäbe es sowas doch nur im Real Life, oder? Keine Ahnung. Schlag 5 starke Typen K.O., dann kriegst du einen Goldbarren. Oder löse 5 schwierige Matheaufgaben, dann kriegst du einen Goldbarren. Irgendwie sowas. Wobei, man könnte ja auch irgendeine RTL-Show draus machen. Wobei, lieber nicht. Aber schon witzig. Und ja, genau deshalb mag ich das Design der Nugget-Brücke. Sieht alles sehr hochwertig aus hier, sehr vergolden. Das passt. So geil sah die Nugget-Brücke noch nie aus. So, und den ersten Trainer haben wir auch schon besiegt. Jetzt kommt aber die Nummer 2. Ja, ich bin die Nummer 2. Jetzt wird's ernst. Meinst du, ja? Bist du dir da wirklich sicher? Mein Team ist entschlossen. Und super stark. Du Göre. Oh, das passt. Ein Anton. Da wird Pikel leichtes Spiel haben. Quasi das Rematch. Misty hatte ja auch einen Anton. Das war allerdings auf Level 18 und wir haben es mit einem underlevelten Pikachu besiegt, auch wenn es knapp war. Oh, schön, noch die Paare mitgegeben. Vielleicht greift er nicht an. Na, ah, doch. Schade. Aber den kleinen Kratzer da, den spüren wir kaum. Aber glaub mir, er spürte den Donnerschock. Er wird richtig durchgebrutzelt. Da tut der Kopf weh, das glaube ich dir. Und es gibt schöne Erfahrungspunkte. Metroid erreicht Level 7. Ja, ich habe wieder neue Namen vergeben. Metroid ist das Kokuna, das sich ja auf Level 10 dann zu Bibor weiterentwickeln wird. Und mein Safcon heißt Keck. Weil, ich weiß nicht, ich mag Safcon überhaupt nicht. Das setzt immer nur Härtner ein. Kokuna zwar auch, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, Kokuna, also die können ja beide Tackle und Härtner im Normalfall, ne? Und ich habe immer den Eindruck gehabt, Kokuna ist doch nochmal ein bisschen offensiver und geht manchmal auf Tackle, aber Safcon ist so eine Pussy, der setzt immer nur Härtner ein. Zu 90%. Und deswegen habe ich schon, seit ich ein Kind bin, einfach einen Hass auf den. Weißt du was, wir gehen mal zu Knofensa und geben dem eine Chance, sich gegen Sandan zu beweisen. Vielleicht schafft es das ja. Ja, go. Komm schon. Gut, Knofensa habe ich noch vergessen, einen Namen zu geben, aber machen wir gleich danach. Ich habe das Pokémon kurz vor Partbeginn noch spontan reingebracht. Weil wir auch da natürlich die Entwicklung herbeiführen wollen. Oh, die Schelle hat gesessen. Also das wird ein Two-Hit-KO. Und ja, das Sandan kann nichts gegen mich machen, perfekt. Hast du gut gemacht, Knofensa. Oh, und wisst ihr, das liebe ich an dem LP. Wir haben einfach so viel Zugriff auf so viele Pokémon und Möglichkeiten, was man zwar in der normalen Edition auch hat, aber da würde ich das niemals machen, weil da das Leveln halt sehr viel aufwendiger ist und das ist ja auch alles okay. Aber dadurch, dass das Team halt hier so chillig gelevelt wird und man eben auch die Boxen immer bei sich hat, es ist super easy, auf all deine Pokémon zuzugreifen und auch mal mit Pokémon zu kämpfen, auf die man normalerweise vielleicht keinen Bock hat. Oder keinen Bock, die hoch zu trainieren, weil es einfach in der normalen Edition viel länger dauern würde. Ja, und das,
Das finde ich an dem Konzept von Let's Go Eevee Pikachu schon ganz geil. Es ist eine schöne Abwechslung. Ich sage jetzt nicht, dass es in der 8. Generation so übernommen werden sollte. Nein, versteht mich nicht falsch. Auch wenn in der 7. Gen der EP-Teiler ja auch schon recht früh verteilt wurde und auch alle Pokémon levelt. Standardmäßig. Man kann es zwar ausschalten, aber ja, standardmäßig eingeschaltet. Aber da hat man halt nicht Zugriff auf alle Pokémon, ne? Das ist das Ding. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich schüttel, weil ich habe nämlich mal was gehört. Genau, ich habe mal was gehört in den Kommentaren, dass was passiert, wenn man schüttelt. Wow. Was? Als ob. Das Evoli hat einfach mal die Möglichkeit, das Team anzuspornen und alle Stats zu erhöhen um eine Stufe. Ja, moin, läuft. Ist ja heftig. Weil wenn ihr mal drauf geachtet habt, bei Kämpfen, da war dieses Schüttel-Icon. Ist mir bislang nie wirklich aufgefallen. Aber manchmal ist das da und wenn man das dann macht, dann mischt sich Evoli ein. Jetzt frage ich mich bloß, was ist, wenn Evoli selbst kämpft? Kann das dann auch passieren, dass man schütteln soll oder nicht? Und wenn ja, steigert es dann seine eigenen Stats oder kommt da eine Geheimattacke zum Einsatz? Oh je. Alles so Sachen, die wir klären werden. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass Bisasknosp ganz schnell losgeht, weil Fukano ist dann doch eine Nummer zu groß für ihn. Und ich hätte so gern eins. Vor allem die Weiterentwicklung, Arcani. Eins der besten, schönsten Pokémon ever und auch eines der stärksten eigentlich. Aber das gibt's nur in Let's Go Pikachu! Jetzt muss ich gucken, wie ich da rankomme. Ich meine, es war schon immer mein Traum, auf einem Arcani zu reiten und dann geht's nicht. Muss mal gucken, ob ich vielleicht ein Pokémon Go 2 habe. Aber selbst wenn, bis wir Pokémon Go Pokémon übertragen können, dauert's noch ein bisschen. So, damit wäre auch der Letzte besiegt. Ich erhalte meinen Preis. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Du erhältst ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Wo ist die Süß-Sauersoße? Spaß. Übrigens, und das bleibt bitte unter uns, möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Was? Das alles war eine Aktion zum Anwerben. Die suchen starke Trainer. Dann war das Nugget wohl auch geklaut, oder wie? Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist doch dabei, richtig? Ach komm schon. Mach mit, hab ich gesagt! Seltsam. Du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, dann muss wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ihr dreckigen Schweine! Das ist Fake, was ihr hier veranstaltet. Vielleicht ist das Nugget noch nicht mal echt. Aber man denkt, man macht hier bei einem ganz seriösen Wettbewerb mit und dann sowas. Na, warte, Alter. Ist allerdings wenig überraschend, dass sich Team Rocket hier herumtreibt. Zum einen waren sie bereits im Mondberg und haben da Scheiße gebaut. Und zum anderen gab's ja einen Überfall auf das Haus hier in Azuria City. Und das war auch zweifelsohne Team Rocket. Ich meine, der Täter steht ja sogar noch in der Ecke. Aber die Polizistin unternimmt einfach nichts. Oh Mann. Alles liegt immer an uns. Unfassbar. Oh, nice. Donnerwelle. Damit können wir gezielt Pokémon paralysieren. Das ist geilo. Okay, dann kommt Doppelkick jetzt weg. Du kriegst die Donnerwelle. Sehr schön. Das wird helfen. Aber jetzt morgen gehe ich, denke ich, wieder rüber zu Juli. Und ich überlege schon die ganze Zeit, welchen Namen ich Knofensa geben soll. Ich glaube, ich nenne es Lauch. Ja,
denke ich, ich werde es Lauch nennen. So, jetzt werden wir erstmal dieses Smogger mit Flackerbrand abfackeln. Die Attacke verbrennt tatsächlich zu 100%, werden wir jetzt auch gleich sehen. Wie krass OP ist das bitte? Wir können damit einfach jedes physische Pokémon komplett verkrüppeln. Weil es macht heftigen Damage und wenn ein Gegner brennt, dann ist der physische Angriff um die Hälfte reduziert. Also, rest in peace. Dieses Evoli ist so heftig krass. Und dann trägt es noch diese swaggy Kleidung, also wow. Ich meine, ich finde es ja eigentlich lächerlich, dass so ein Evoli und ein Pikachu in dem Spiel so OP sind, aber naja, gut. Was soll's, ne? Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir gehabt. Welch eine Verschwendung von Talent. Alles klar. Als ob Team Rocket eine Zukunft hat und was macht denn der da? Will der Typ mich triggern? Im letzten Part ist mir erst ein Glumanda geflüchtet und jetzt präsentiert er mir hier eins. Wahrscheinlich ist es sogar dasselbe. Du blödes Vieh. Ja, guck dir an, wie er mich auslacht. Was ist denn das hier? Ich spiele das Spiel nicht, um mich blamieren zu müssen. Und demütigen zu lassen. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Was? Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst verdienst du mein Glumanda nicht. Was? Was? Er würde es mir geben, aber ich habe keine 50 Pokémon? Nein, uns fehlen 8. Aber das kriegen wir noch zusammen. Das kriegen wir noch zusammen. Vor allem, weil hier ist ja auch noch Gras, wo neue Pokémon auftauchen können. Ich habe vorhin schon einen Blutzug da gesehen. Das müssen wir noch fangen. Erstmal werde ich aber hier das Fenster umbenennen. Aber wie geil! Ich war so traurig, ne? Dass das Glumanda einfach abgehauen ist. Jetzt kommt es zurück. Aber wir brauchen Pokémon erstmal. 8 weitere. Es ist aber wenigstens egal, welche, ne? Kommt ja nur darauf an, dass man die entsprechende Zahl vorzuweisen hat. Na gut. Oh. Bei all dem Hype habe ich diesen Trainer einfach mal komplett übersehen. Gut, besiegen wir dich halt auch noch und dann geht's ans Pokémon-Fangen. Habitak. Ah, sollte man jetzt echt schon 50 Pokémon gefangen haben? Ich meine, man kann das ja auch so ein bisschen als Vorgabe interpretieren. Was das Spiel halt von einem so verlangt zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich fange ja mit Absicht nicht so viele Pokémon, damit wir nicht so krass überleveln. Ne? Tja. Nun bleibt mir allerdings nichts anderes übrig. Dieses Glumanda, ich will das Glumanda haben. Denn das Einzige, was noch geiler ist, als auf einem Arcani zu reiten, ist auf einem Glurak zu fliegen. Wow! Zumal Glurak mein zweitliebstes Pokémon ist. Es wird nur von Kyogre geschlagen, aber den gibt's in dem Spiel nicht. Glurak! Ich würde sogar sagen, Arcani ist vielleicht auf Platz 3. Also zumindest von den Pokémon, die hier verfügbar sind. Weil Lapras finde ich auch noch mega episch. Anton haben wir schon. Wo ist denn das Blutzug hin? Jetzt sag mir nicht, das ist abgehauen. Blutzug! Ja, ey, der reagiert wenigstens, wenn ich ihn rufe. Das ist ja voll lieb von dir. Warte mir, ich probier's nach dem Kampf dann gleich nochmal mit einem anderen Pokémon. Vielleicht hören die ja auch auf mich. Hey, der Wurf war doch voll gut. Wieso war das jetzt kein großartig oder so? Aber es reicht trotzdem. Wow! Ehre, Blutzug, Ehre! Es kommt einfach sofort, wenn ich's rufe und es bleibt beim ersten Ball drin. Also sowas Freundliches habe ich selten erlebt. Echt cool. So. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Mewtwo! Mewtwo! Ja gut, dass das nicht funktioniert, das hätte man sich denken können. Aber an die Kenner unter euch. Ihr wisst, das Mewtwo ist nicht so weit weg. Es gibt nämlich eine Höhle hier in Azuria City. Die kann man allerdings erst betreten, wenn man ja so ziemlich durch ist mit dem Spiel. Wenn man Pokémon Liga Champion ist.
Das dauert bei uns noch ein bisschen. Und es ist auch der einzige Weg zurück von Azuria City zum Mondberg. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Man muss da erstmal hinsurfen. Ist voll doof. Das heißt, dieser eine NPC, den wir kurz vor dem Mondberg getroffen haben, der ist diesen Surferweg gegangen. Aber warum war der dann so... Das entwickelt sich schon? Ist er schon auf 10? What the hell? Okay, cool. Nee, aber wenn der NPC wirklich den Surferweg genommen hat, dann muss er ja eigentlich einige Orden besitzen. Aber dann frage ich mich, warum der so erschöpft war. Ziemlich seltsam, das Ganze. Und wir haben jetzt ein Smetbo! Smetbo finde ich auch verdammt cute. Allein diese kleinen Hände und die großen, schönen Flatterflügel. I like that. Es ist zwar ein Käferflug-Pokémon, aber es kann auch einige Psycho-Attacken. Und das macht es sehr flexibel. Klar, es ist kein starkes Pokémon oder so, aber gerade für den Anfang kann das schon reinhauen. Durchaus, durchaus. Aber warte, das war doch jetzt noch gar nicht auf 10. Oder doch? Doch, tatsächlich. Jetzt muss ich es aber auch umbenennen, weil es ist garantiert kein Keck mehr. Sondern ein Schmetti. Ganz süß. Leider fliegst du halt jetzt auch aus dem Team raus. Weil wir wollen ja jetzt noch was anderes für die Entwicklung reinnehmen. Das Taubsi habe ich übrigens ausrangiert, weil da habt ihr euch ja aufgeregt, dass ich da so einen komischen Namen für verwendet habe. Ich weiß, dass es männlich ist. Aber wer sagt denn, dass das Paula nicht eine Abkürzung für Paulana ist? Ich wollte nur keine Werbung machen. Naja, wir werden auf jeden Fall wilde Tauboga und vielleicht sogar Taubosse finden, deswegen brauchen wir das jetzt nicht. Aber wir können ja stattdessen... Das Kleinstein, ja, warum nicht das Kleinstein? Kleinstein kommt rein. Und ich glaube, ich werde ihm den englischen Namen geben, also den offiziellen englischen Namen, weil den finde ich so cool. Das heißt halt einfach Geodude. Das fand ich schon immer witzig. Geodude. Ist einfach ein toller Name. So. Okay, dann werden wir aber mal weitermachen, denke ich. Ich würde vorschlagen, dass ich Offcam auf die 50 Pokémon stelle. Und wir jetzt einfach mal in der Route weitermachen, sonst hängen wir hier zu lang. Aber wir werden dieses Glumanda noch mitnehmen. Definitiv. Wir müssen sowieso, wenn wir dann hier durch sind, nochmal zurück. Und dann, dann können wir uns das ja noch abholen. Das Pokémon. Bin sicher, das Glumanda läuft uns nicht weg. Gibt aber hier auf Route 25 noch einige Trainer, die besiegt werden wollen. Ach ja, wegen der Fangserie gerade. Da gibt's jetzt neue News, die so gut wie confirmed. Ja, trigger mich halt noch mehr, Onyx, ne? Ach Gott. Es ist jetzt so gut wie confirmed, dass man die Shiny-Rate erheblich erhöht, sobald man 30 Mal hintereinander dasselbe Pokémon gefangen hat. Also ab einer Fangserie von 30 oder ab dem 31. sagen wir es mal lieber so, ist die Shiny-Rate deutlich erhöht. Und ich denke mal, für den vollen Pokédex kriegt man dann ja bestimmt wieder den Schiller-Pin. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Und der erhöht die Shiny-Rate ja auch nochmal. Also das ist dann sozusagen die ultimative Combo fürs Shiny-Hunting. Das klingt eigentlich ziemlich machbar. Zumal ja auch, die Reihe nicht so leicht abbricht. Oh, gleich zwei zu, Blutzugs auf einmal. Ich hätte vielleicht sogar ziemlich Bock am Ende des LPs. Shiny Hunting zu betreiben bei Pokémon, die ich krass finde. So, mal schauen. Vielleicht in Livestreams? Ich halte mir die Option mal offen. Aber ich glaube, Shiny Hunting ist noch nie so easy gewesen wie hier. Zumal du sie halt auch gleich siehst auf der Map. Ne? Das ist halt schon klasse. Ja,
doch, ich denke, das machen wir. Aber jetzt wird erstmal weitergekämpft. Ich wollte dich nicht ansprechen, Cookie. Oder Metroid, wie du ja eigentlich heißt. Sondern den Trainer! Vielleicht wisst ihr das schon mit dem 30 Pokémon fangen, aber all diejenigen, die jetzt noch nichts davon gehört haben, denen habe ich hoffentlich geholfen. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Shiny Hunten. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum es den Leuten so vorkommt, dass die Shiny-Rate generell erhöht wurde, obwohl sie es eigentlich nicht wurde. Eigentlich ja nicht, ne? Aber es ist eigentlich ganz logisch. Dadurch, dass du die Pokémon ja auf der Map siehst und eben auch weißt, wenn ein Shiny da ist, bist du nicht auf den Random Encounter angewiesen. Und deswegen kommt es ja automatisch so vor, als wäre die Rate erhöht worden. Macht schon Sinn, oder? Genau, so wird's sein. Und wir werden auf jeden Fall auch noch Shinies treffen. Und wenn's erst am Ende beim Hunting ist. Wäre natürlich schön, wenn urplötzlich auf der Map 1 auftauchen würde, weil das wäre halt Hype pur. Aber kannst du halt alles nicht erzwingen. Warum hat der einen Tauboga auf 15? Meine blöde Taube hat sich noch nicht weiterentwickelt. Außerdem geschieht es doch erst auf Level 16, oder? Ich glaube, Taubsi entwickelt sich eigentlich erst auf 16. Scheiß Cheater! Sowas regt mich in Pokémon aber immer auf. Das gibt's voll häufig. So Leute, die Pokémon haben, die sie eigentlich gar nicht haben dürften. Ist lächerlich. Nee, warte mal. Das entwickelt sich sogar erst auf 18. Jetzt fällt's mir wieder ein, weil ich hatte eigentlich immer ein Taubsi im Team als Kind. Ich habe Glumanda genommen und ein Taubsi. Immer, bei jedem Playthrough. Einfach immer. Und das hat sich auf 18 entwickelt. Safe. Was hast denn du dann hier bitteschön für einen Mutanten geschaffen? Du Vogelzüchter. Ich glaube, ich sollte mal das FBI auf dich anhetzen. Hm? Freak. Kann's ja nicht sein, ey. So, und ich glaube, noch ein Kampf. Dann haben wir auch einen Bibor. Und mussten es noch nicht mal fangen im blöden Vertania-Wald. Wäre ja eh wieder geflüchtet. Leider gibt es auf der Route nicht so viele Pokémon. Also eigentlich gibt es da nur diese zwei Grasfelder, die wir schon passiert haben. Und ich weiß nicht, aber ich denke, dass da nicht so krasse Pokémon auftauchen. Ich denke tatsächlich, dass wir da schon das Krasseste gesehen haben mit Blutzug und mit Enton. Mehr wird's da nicht geben. Hast du eine Bodenattacke drauf, Kleinstein? Nee. Schade, Mann. Dann mach du das, Juli. Oh, ich mag die Hintergründe einfach. Es gibt halt auch Leute, die haten sie so ein bisschen. Weil es halt wieder, ja, größtenteils 2D-Hintergründe sind. Also meiner Meinung nach ist es 2,5D, aber ich verstehe, was sie meinen. Ja, das stimmt schon irgendwo. Man hätte sich in einigen Sachen in dem Spiel schon nochmal etwas mehr Mühe geben können, aber wie ich schon in Part 1 gesagt habe, es ist halt ein relativ schnell produziertes Game, was zugänglich sein soll und was vor allem Leute auf die Switch ziehen soll. Und ich hoffe und denke aber auch, dass man dann mit der neuen Generation, die ja 2019 kommt, nochmal eine ordentliche Schippe drauflegt. Aber ich bin eigentlich voll zufrieden so, wie es jetzt ist. Ich wünsch mir zwar auch mehr, aber ich sag jetzt nicht, boah, ist eigentlich lame. Nö, überhaupt nicht. Das Spiel macht mir sogar aktuell viel mehr Spaß als gedacht, weil im Moment zumindest ist es auch gar nicht so easy. Klar, die Trainer flexen wir jetzt weg, aber wir haben ja auch schon Misty besiegt. Und das Battle war super spannend. Und es gab jetzt eigentlich noch keine Phase, wo wir immer übertriebenst durchgesweept sind und es langweilig wurde. Und das Highlight ist halt allen Ernstes Pokémon fangen, ohne Spaß. Gut, die Mechanik
Naja. Ist jetzt auch nicht so krass meins. Aber dass sie halt überall rumlaufen können und dass du weißt, welche du siehst, das hypt. Na, mal wieder Kleinstein. Haben wir ja noch nie gesehen. Langweilt mittlerweile, also flex ihn weg. Keine Gnade. Yo. Voll einen mitgegeben. Und das ist krass, wie viele Pokémon hier einfach eingesetzt werden und wie viele Trainer auf der Route sind. So richtig auf engem Raum. Ich weiß auch nicht, warum diese Route sich wohl offensichtlich bei einigen Trainern durchgesetzt hat. Oder wollen die alle zu Bill? Hat sich das rumgesprochen, dass der jetzt zum Pokémon wurde, wenn das denn überhaupt stimmt? Denn das klingt schon sehr futuristisch. Schauen wir mal. Dürften auf jeden Fall bald bei seinem Haus sein. Aua, das tut weh. Sehr effektiv. Was? Als ob. Das Evoli hat wegen der Liebe zu mir gerade die Vergiftung von allein geheilt. Ja, moin. Alles klar. Sowas haben sie also auch wieder eingebaut. Gibt's leider schon seit den letzten zwei Generationen. Und ja, ich sage leider, weil ich davon auch kein Freund bin. Ich meine, wofür gibt's die Items? Also so ein bisschen Schwierigkeit muss halt schon noch dabei sein, ne? Wenn die Pokémon sich von alleine heilen können, ist das doof. Das richtet sich halt immer danach, wie sehr dich dein Pokémon mag. Es gibt noch andere Beispiele. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass es eine Attacke überlebt, die es eigentlich killen würde. Offensichtlich mag mich das Evoli schon sehr. Das ist zwar schön, aber ist halt doof, dass man das nicht ausstellen kann, weil ich würde gerne ohne diese Features spielen. Na gut. Aber dass es das einfachste Pokémon-Spiel sein wird, das wussten wir von Anfang an. Trotzdem ist es noch in Ordnung, muss ich sagen. Ich habe halt nur Angst später nach der vierten Arena, wie sie es dann machen. Weil da gibt es ja dann zwei Wege nach Fuxania City. Der Radweg und rechts von Lavandia. Und ab da wird es levelkurventechnisch kritisch. Schauen wir mal, ob sie das hingekriegt haben, auszugleichen oder nicht. Aber wir tun ja eh alles, um schön drunter zu bleiben. Weil wir verschiedenste Pokémon nutzen. Auch mal welche ausrangieren. Ja, genau, streckt mir dein Unterleib entgegen. Warum nicht? Aber bei diesem Stachel, du, da verzichte ich. Die würde ich auch gerne verwenden, die beiden. Smetbo und Bibor. Zumindest ein paar Mal. Momentan würde es ja noch gehen. Vielleicht gegen den Dude einfach mal. Zumindest mal hier das Biber, weil das haben wir noch im Team. Na gut, es ist nur auf Level 10, ne? Aber egal, ich pack's mal nach vorne. Oh, und ich pack's vor allem auch mal aus, den Pokéball aus. Yeah. Ach so, war's ja schon, stimmt. Hat sich. Ach, ich bin ja so doof. Wir hatten ja schon Kukuna. Juhu! Biber! Ist eigentlich voll brutal vom Design. Voll schade, dass das Pokémon so schwach ist. Klar, es hat eine Mega-Entwicklung. Aber auf die haben wir keinen Zugriff. Noch nicht. Es soll ja Mega-Entwicklungen geben in dem Spiel. Da frage ich mich auch, wie sie das implementieren wollen. Shiggy. Auch ziemlich krass. Siehst du? Härtner, Du-Nadel. Wow. Den besiegen wir niemals mit Bibor. Ja, da hätten wir schon mehr Treffer gebraucht. Aber noch ist es nicht vorbei. Gib ihm! Pieks, pieks! Yes! Sogar vergiftet.
Super krass. So will ich das. Yay. Du schaffst es. Und das ist genau das, was ich am Anfang des Parts meinte. In der normalen Pokémon-Edition hätte ich jetzt niemals dieses Bibo eingesetzt, sondern meine Teamleader halt trainiert und ich hätte es auch nicht meinem Team dabei. Und das ist so cool. Weil man einfach diese Freiheit hat, auch Lappen mal zu verwenden. Ohne großen Zeitaufwand dafür zu betreiben. Also meiner Meinung nach könnten sie gerne so weitermachen. Einmal, also ein Jahr, eine heftige Hauptedition rausbringen, die sich auch an erfahrene Spieler richtet. Und dann so ein Casual-Titel, so ein Let's Go. Als nächstes halt dann die Johto-Region. Absolut no problem. So, wir nehmen mal Tarnsteine rein. Warum nicht? Und Geduld weg. Und damit ist auch Matthias besiegt. Was haben wir denn hier Schönes? Normalerweise kommt man an dieses Item erst ran, wenn man den Spaltschnitt drauf hat. Aber wenn man... Oh, lol. Wenn man den Trainer extra weiter unten rauskommen lässt, dann kann man hier einfach durch. Das ging aber schon früher, das ist das Witzige. So, und da war die TM-Donnerwelle. Ne? Ist auch nicht schlecht, ne? Wir haben es jetzt schon auf unser Pikachu, aber auf nachfolgende Teammitglieder können wir das dann auch spielen. Und wir sind doch noch nicht durch. Bills Haus ist zwar um die Ecke, aber es kommen noch ein, zwei Kämpfe. Die packen wir alle noch rein in diesen Part. Myrapla. Das könnte auch ein spannendes Battle sein. Ja, wobei, ich bin schon so geschwächt. An sich hätte ich sehr effektiv angreifen können, aber... ja, mit so wenig KP... leider nicht. Bestimmt wollt ihr das Smetbo auch nochmal in Aktion sehen. Kein Problem, machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Jetzt töten wir erstmal alles. Und wie das Evoli dann so zur Seite schaut, um zu gucken, wie ich reagiere. Du willst Lob hören, hä? Ich streichel dich am Ende der Folge, okay? Taubsi. Na komm, Pika, mach ihn fertig. Oh, wobei, du hast Low HP. Du hast Low HP. Wir haben noch keinen Tod erlitten. Ich möchte jetzt nicht heraus provozieren. Kann der mich killen? Oh, das wäre schon lame, oder? Das wäre schon lame, Alter. Komm, gib ihm. One-Hit-KO. Gib ihm. Yes, sehr gut. Ah ja, manchmal liebe ich es, Risiko zu gehen. Kämpfst du auch noch? Ah, bestimmt. So, dann werden wir jetzt auch hier mal einen Trank benutzen. Weil der setzt ja safe Wasser-Pokémon ein. Ich kämpfe auch bewusst meistens mit den schwächeren Pokémon, damit es halt spannend bleibt. Dürfte euch aber aufgefallen sein. So, deswegen gehen wir hier auch mit Pikel in den Kampf. Du bist auf dem Weg zu Bills Haus, oder? Aber jetzt liefern wir uns erstmal einen Kampf. Es ist echt heftig, wie viele Trainer hier sind, ne? Wahnsinn. Was schaut der so grimmig? Also das Design von dem kann ich mal gar nicht nachvollziehen. Und wenn er nur Carpador einsetzt, dann hätte ich mir die Heilung sparen können. Donnerstock. Carpador, absoluter Lappen. Erst bei der Weiterentwicklung zu Gyarados ist es ein Killer. Aber das dauert ein bisschen. Wir werden es auf jeden Fall auch noch eins machen. Das ist ja klar. Ja, und das dieser Knospen möchte auch noch mal ran. Aber mal ehrlich, warum schaut er so böse, dieser Angler? Ich habe ihm nichts getan. Hat er den ganzen Tag nichts gefangen und weiß nicht, was er jetzt essen soll? Ja gut, es ist belastend, aber da kann ich doch nichts dafür. Außerdem hat er ein bisschen so eine Wampe, muss ich sagen. Was war das denn? War das Klammer?
Diese Animation! What the fuck? Aber Krabi mag ich auch. Ich bin ein riesen Krabi-Fan. Immer schon gewesen. In der zweiten Gen habe ich mir auch immer einen Kingler geholt. Es ist Pokémon, es war erste Gen, aber ich habe es seltsamerweise immer nur in der Johto-Region trainiert. Weiß auch nicht genau, wieso. So, und jetzt sind wir da. Oh, da gibt's sogar noch so einen Ultimate-Trainer. Geil. Das machen wir dann gleich am Anfang des nächsten Parts. Ich werde jetzt kurz zurückgehen, 50 Pokémon fangen. Und dann werden wir in der nächsten Folge nicht nur den Trainer besiegen, sondern auch Bills Haus besichtigen. Stimmt das, was Siggi gesagt hat? Wir finden es bald raus. Danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Da ist noch ein Item, Lull. So, jetzt aber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.